Outlook-Gate in ein wenig näher bringen und auch die Voraussetzung für das Outlook-Gate in. Natürlich, wie es betrieben werden kann, wie es sich innerhalb der Safety, innerhalb von Microsoft Outlook integriert und natürlich auch, wie es sich in die Sage integriert. Das ist Ziel, Sinn und Zweck dessen, was wir uns jetzt hier heute Morgen ansehen werden. Ich wechsle mal meinen Bildschirm und schalte mal die Kamera aus, damit ich ein bisschen flexibler bin. Ich wollte mich nur ganz einfach jetzt zu Anfang denn so vorstellen. Jetzt im Anschluss blicke ich auf den linken Bildschirm. Das sieht nicht ganz so optimal aus. Insofern schalte ich die Kamera kurz aus. So, Sie sehen jetzt hier meinen Bildschirm, von dem ausgehend ich jetzt das Ganze zeigen möchte. Ich habe mal eine Mail vorbereitet, mit der ich das Ganze dann auch demonstriere und möchte am Anfang zu dem funktionalen Überblick kommen. Also wie integriert sich das Outlook-Add-in in Microsoft Outlook? Das ist die Zielsetzung und diesen funktionalen Überblick, den möchte ich jetzt zu Anfang einmal kurz geben. Die Mail, die ich hier vorbereitet habe, die sende ich von einer abweichenden Domain, also von einer abweichenden E-Mail-Adresse, die mir vorliegt. Das ist hier die vs@traumbehagen.de. Und hier sende ich jetzt an den Volker Schneider in dem Moment eine Anfrage zu einem Angebot. Das ist der Text, den ich formuliert habe und sende jetzt die Mail raus. Hier müsste jetzt gleich auch eine Mail einkommen. Und ich würde dann auch gleich den Bildschirm mal wechseln, um Ihnen das dann auch zu zeigen. So, das dauert einen ganz kleinen Moment. So, gucken wir mal. Jetzt müsste jeden Moment die Mail kommen. Ach, die ist hier bei mir in den Junkmails gelandet. Da gucken wir mal hier in die Junkmails rein und holen uns die Mail heran. Also hier habe ich jetzt einen Eingang zu einer Mail. Die Anfrage ist da. Hallo und guten Tag, Herr Schneider. Wir haben das Angebot sowieso erhalten. Klicken wir mal an. Gucken wir uns das mal genau an. Und hier ist eine Angebotsnummer beinhaltet. Und starten möchte ich jetzt eigentlich mit einem sogenannten Use Case, also mit einem Anwendungsfall. Diese Nummer hier kann ich jetzt direkt aus meiner Mail heraus anklicken und bekomme dann die entsprechenden Informationen des Kunden angezeigt. Beziehungsweise ich kann von hier aus auch ausgehen, sagen, ich möchte die Adresse des Kunden sehen. Dann wird mir die Adresse des Kunden direkt angezeigt im rechten Bereich. Da geht ein Fenster auf. Und ich sehe dann, welcher Kunde steckt dahinter und könnte mir auch weitergehende Informationen des Kunden holen. Durch den Klick hier auf das Angebot könnte auch das Angebot direkt geöffnet werden. Auch das habe ich mal vorbereitet, damit wir uns das ein bisschen genauer angucken können. Und dazu gehe ich mal hier auf meinen Ordner Outlook-Add-in und öffne mal hier ein zweites Fenster. Das sehen wir jetzt auch schon, wenn ich das jetzt anklicke. Kommt erstmal kein Beleg. Das liegt einfach daran, dass es diesen Beleg nicht gibt. Das System zeigt mir also keinen Beleg direkt aus der Sage an, sondern ich hätte jetzt also vom Prinzip her hier zurückgeschrieben, das Angebot liegt mir nicht vor, haben Sie vielleicht eine falsche Nummer geschickt oder Ähnliches und ich könnte dann direkt auch aus Outlook heraus die Kommunikation mit dem Kunden weiter betreiben. Die richtige Nummer, die er eigentlich hätte schicken müssen, die habe ich mal in einem zweiten Beleg hier bereits abgelegt. Wenn ich die jetzt anklicke, geht das Angebot dann auch direkt auf. Das sehen wir jetzt hier. Jetzt haben wir hier das Angebot und zwar haben wir auch hier die passenden Positionen dazu. Was war denn in dem Angebot alles drin, was der Kunde damals angeboten bekommen hat? Die Fenster habe ich jetzt mal relativ klein noch eingestellt. Die kann man natürlich auch auf ihre Größen hin anpassen. Sie haben aber auch immer die Möglichkeit, die Fenster direkt hier aus diesem kleinen Fenster heraus zu vergrößern, indem Sie hier einfach anklicken und wir können dann in die Detailübersicht zu diesem Angebot verzweigen und können uns dann auch die einzelnen Detailpositionen hierzu angucken. Das heißt, dieser Web-Client, der im Hintergrund läuft, der zeigt mir alle verfügbaren Informationen direkt aus der Sage heraus an, die für den jeweiligen User freigegeben sind. Dazu sage ich gleich auch noch was, also damit man das im Detail dann auch noch mal ein bisschen besser kennenlernt. Ich verzweige nochmal zurück zur Adresse, von der ich ausgegangen bin. Und jetzt schauen wir uns die Integration von dem Modul einmal ausgehend von einer Mail an. Dieses Vertriebscockpit, was wir hier oben sehen, das steht mir jederzeit zur Verfügung. Das heißt, ich kann das immer zu einer Mail aufrufen. Immer dann, wenn die Mailadresse bzw. die Domain der Mailadresse hier erkannt wird, wird die abgeglichen mit meinem Adressstamm und ich bekomme alle gültigen Adressen angezeigt, die jetzt mit dieser Domain im Kontext stehen. In dem Fall ist das jetzt hier Volker Schneider, Demo,
Der hat jetzt hier die traumbehaarten.de. Das könnten jetzt auch natürlich weitere Ansprechpartner sein, welche hier angezeigt werden. Ausgehend von dieser Maske kann ich jetzt weitere Informationen zum Kunden abrufen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte die Ansprechpartner sehen oder ich möchte die Verkaufsbelege einsehen, die der Kunde bekommen hat, oder ich möchte die Umsätze sehen, die Kontokorrentinformation, oder ich möchte jetzt die offenen Posten von dem Volker Schneider sehen. Auch das wäre jetzt von hier aus ausgehend machbar und möglich. Wir können das mal machen, dass wir einfach mal auf die Ansprechpartner verzweigen. Da habe ich zwei Ansprechpartner angelegt. Das ist die Schneider Martina und der Schneider Volker, und die wird mir dann hier angezeigt. Und auch zu diesen in beiden Ansprechpartnern kann ich dann wieder ins Detail verzweigen und kann mehr Informationen ziehen. Was aber auch geht, ist, dass wenn ich jetzt diesen Ansprechpartner, der mir jetzt hier eine Mail geschickt hat von der Unternehmung, von der Traumbehagen in dem Fall, noch nicht in meinen Stammdaten der Sage erfasst hat, kann ich von hier aus ausgehend auch direkt den Ansprechpartner neu erfassen. Das heißt, es ist nicht nur möglich, die bestehenden Daten einzusehen und zu verwalten, sondern ich könnte sowohl eine Adresse bzw. auch einen Ansprechpartner hier direkt neu erfassen. Und könnte jetzt den, zum Beispiel den Dominik Seuding, hier den mit seiner Telefonnummer und seinen sonstigen Daten direkt eintragen, sodass er mir in der Zukunft hier auch denn zur Verfügung steht und ich hiermit weiterarbeiten kann. Das verwerfe ich jetzt einfach mal, nur damit wir das einfach mal gesehen haben, dass etwas solches möglich ist. Wenn ich jetzt die Adresse noch nicht erfasst hätte, nämlich zu der Traumbehagen, ich habe zum ersten Mal im Kontext mit dieser Domain eine Mail erhalten und ich möchte eine neue Adresse anlegen, die jetzt in meinen Stammdaten der Sage auch später wiederzufinden soll, dann wäre jetzt dieses Fenster hier leer und ich könnte von hier aus ausgehend auch jetzt direkt die Adresse neu erfassen. Auch das geht natürlich in diesem Zusammenhang. Ich mache das nochmal. Falsch geklickt, klicken wir auf das Plus und können jetzt hier die Adresse neu erfassen. Wenn mir das Fenster zu klein ist, dann klicke ich einfach hier oben auf dieses Symbol links oben und habe jetzt die Möglichkeit, die Adresse hier in einem größeren Fenster natürlich auch zu erfassen. Das, was wir hier als Integration in Microsoft Outlook wiederfinden, haben wir genauso 1:1 nach der Installation auch mobil zur Verfügung, ob jetzt auf einem Android oder auf einem iOS-lastigen Handy, das ist eigentlich völlig egal, oder auch natürlich auf einem, jetzt auf einem Pad, wie auch immer, kann ich dann genauso diese Informationen verwenden aus Outlook heraus. Die Integration in Outlook wird also übergreifend auch auf andere Endgeräte dann übertragen und kann dort auch 1:1 verwendet werden. Was steht mir noch zur Verfügung? Ich verkleinere nochmal das Ganze. Hier im Vertriebscockpit. Ich habe hier nochmal die offenen Supports zum Beispiel eingebunden und auch die Verkaufsbelege. Gehen wir mal zu den offenen Supports. Da habe ich einen Support angelegt im System bei uns. Um das auch aufzuzeigen, hier haben wir jetzt eine Ticketnummer, die bei uns im System erfasst ist, im System in dem Fall der Desk GmbH. Und ich könnte jetzt von hier aus ausgehend auch in die Details verzweigen, könnte gucken, okay, was hat es da für eine Fragestellung gegeben. Und könnte auch weitere Maßnahmen hier nochmal einsehen und könnte auch eventuell, das kann man so weit betreiben, dass auch Maßnahmen hierüber erfassbar sein könnten, sodass ich gar nicht mehr, wenn ich mit einem Ticketsystem intern arbeiten möchte, eben das Ticketsystem selbst verzweigen muss, sondern direkt in Outlook auch Schritte, denn die notwendig sind, durchführen kann. Das, was wir für die Zukunft noch geplant haben, ist zum Beispiel für Ticketsysteme, dass man auch die Mail direkt im Ticketsystem abspeichern kann oder dass man auch die Mail, die wir jetzt hier sehen, das wird auch in Bälde kommen, dass man diese Mail dann auch zu einem XRM-To-Do weiterverarbeiten kann oder Ähnliches. Da werden wir noch mehr Flexibilität in der Zukunft zur Verfügung stellen. Das sind jetzt Punkte, die ich da gerade benannt habe, die für die Roadmap 2024 vorgesehen sind, genau genommen für das Quartal Q3. Ich gehe mal davon aus, dass wir das infolgedessen dann auch in der ersten Beta-Version schon zeitnah zeigen können. Volker, ich hätte eine Frage, und zwar, brauche ich dafür einen Exchange-Server oder nicht? Ja, also ich habe jetzt hier auf Microsoft Outlook oder ich habe auf Office 365 aufgesetzt. Das ist das, was wir in der Regel verwenden, und mit Office 365 haben wir die besten Erfahrungen gemacht.
Wir brauchen zumindest ein Office 365 im Hintergrund, auf welches wir in dem Kontext zugreifen können. Über Office 365 werden auch die Add-ins eingespielt und stehen dann, wie eben schon beschrieben, zentral in allen Endgeräten oder auf allen Endgeräten zur Verfügung. Beantwortet das die Frage oder gibt es da weitere Fragen zu? Nee, super. Hast du gut beantwortet. Gut, dann gucken wir hier nochmal nach den Verkaufsbelegen. Auch die schauen wir uns mal an. Da habe ich jetzt mal zwei Verkaufsbelege angelegt zu dem Schneiderfolger. Und auch von hier aus ausgehend könnte ich jetzt in die Positionen verzweigen oder könnte mir auch weitergehende Informationen heranholen. Gucken wir mal hier bei der Proforma-Rechnung. Haben wir auch zwei Positionen, die hier erfasst sind. Alle Ansichten, die wir hier sehen, können natürlich auch in unterschiedlichen Konstellationen dargestellt werden. Ich kann die als Tabelle hier darstellen. Das ist jetzt hier nur ja, nicht so ganz optimal von der ganzen Geschichte her. Und ich kann die auch als Kacheln noch darstellen. Das wäre jetzt die zweite mögliche Listenform, wo ich denke, dass die adäquat wäre, um das Ganze zu verwenden. Zu dem Vertriebscockpit, ich gehe nochmal zur Adresse zurück und verzweige nochmal hier auf den Namen. Hier haben wir ja noch weitere Informationen zur Verfügung. Umsätze gibt es jetzt nicht bei der Domain Traumbehagen. Das ist ein Kunden, den ich gestern angelegt habe und auch keinen offenen Posten. Ungeachtet dessen möchte ich trotzdem mal auf die Umsätze hier verzweigen. Also hier werden die Periodenumsätze angezeigt, als auch die Jahresumsätze, sodass ich von hier aus ausgehend auch die Daten alle komplett angezeigt bekommen würde. Mal auf die große Anzeige, die wir hier sehen. Da sieht man es vielleicht einen Ticken besser als jetzt in der kleinen Anzeige, die ich auch eben verwendet habe. So, also das ist eine Möglichkeit der Integration in Microsoft Outlook für ein Add-in. Und wir haben das jetzt mal hier beispielhaft mit vier Punkten in dem Moment, die wir oder Standard in der Auslieferung ist die Adresse. Sind die Ansprechpartner und die Verkaufsbelege, die offenen Supports, das habe ich jetzt bei uns in der Integration. Uns heißt in dem Kontext jetzt bei den Kollegen der Desk ist das integriert, bei den Kollegen der iSales haben wir das aktuell noch nicht integriert, dass die offenen Supports hier angezeigt werden. Aber auch das könnte man natürlich jederzeit gewährleisten und das System in der Basis ausbauen. Wir könnten aber auch natürlich andere Informationen hier anzeigen. Das wäre dann allerdings eine Anpassung, die durchgeführt werden müsste. Die ist zwar nicht so umfangreich, aber nichtsdestotrotz muss es gemacht werden. Nehmen wir mal an, Sie haben zum Beispiel Verträge im System und müssten die zu einem Kunden regelmäßig abrufen können. Oder Sie wollten ausgehend von der Adresse direkt auch die offenen Posten einsehen können oder ähnliche Informationen. Dann hätte man die Option, dies natürlich dann auch individuell zu steuern. Fragen zu der Integration, bevor ich jetzt zu den technischen Hintergründen komme? Bis dato keine, aber wir können ja mal kurz warten. Obwohl, du könntest ja eigentlich mal vielleicht noch darauf eingehen, wie lange dauert es eigentlich beim Kunden, sowas einzurichten? Ja, das, was wir hier sehen, setzt voraus, dass auf dem Server ein kleines Programm installiert wird, auf dem Server, auf welchem der SQL-Server installiert ist, wohl angemerkt. Und mehr muss eigentlich fast schon nicht mehr gemacht werden, außer dass natürlich dieses Plugin in Microsoft Outlook integriert werden muss. Das ist ein zweiter technischer Part. Also ich rechne für die Installation von 5 Clients also komplett insgesamt mit 1,5 bis 2 Stunden maximal, je nach Komplexität. Allerdings müsste man das ganz kurz nochmal auf Ihre individuellen Gegebenheiten hin abprüfen, dass das dann auch tatsächlich so sauber und einfach funktioniert. Aber der Installationsaufwand ist erstmal relativ gering, um es mal so auszudrücken. Das ist das eine. Das zweite, man hat dann die Möglichkeit, dass man auch weitergehende Informationen abruft. Das zeige ich auch gleich nochmal, indem wir uns das Basisprogramm, was dahinter steckt, nochmal ganz kurz in einer Installation anschauen. Weil damit kann ich viel mehr noch machen, als jetzt in Anführungsstrichen nur die Outlook-Integration abrufen. Was aber heute ganz einfach im Fokus steht, dass wir das Outlook eben uns ansehen wollen. Sind jetzt noch Fragen gekommen? Nein. Gut, dann verzweige ich mal zu der Basis. Was wird im Hintergrund installiert? Das ist eine Software, die heißt MyDataStream.
Das ist, die setzt auf, ich habe es eben schon mal beschrieben, dass auf dem Server ein Basismodul installiert wird. Da wird die Datenbank vom Prinzip her connected. Und danach muss ich jeden MyData-Stream die Benutzer anlegen. Das ist eine der Voraussetzungen, weil die Benutzer, über die Benutzer werden auch die Rechte gesteuert. Natürlich möchte man nicht, dass allen Kollegen eventuell die identischen Informationen über Microsoft Outlook zugänglich sind. Insofern ist es natürlich unumgänglich, dass ich auch entsprechende Rahmendaten kurz festlege, wer darf was sehen. Das kann man so weit runterbrechen, dass, nehmen wir mal an, Sie haben eine Vertriebsorganisation und Sie wollen, dass jetzt die Vertreter oder Vertriebsmitarbeiter, Kollegen nur zum Beispiel Angebote sehen, wo sie auch tatsächlich initial als Vertreter eingetragen sind oder auch nur die Rahmendaten, sprich Umsätze etc. dazu abrufen können, dann kann man das ebenfalls hierüber einschränken. Das ist relativ einfach, was die ganze Thematik anbelangt. Das ist eine Fleißarbeit, die ist einmal zu machen. Und wenn ich von 1,5 bis 2,5 Stunden spreche, dann beziehe ich mich in dem Moment auf die Einrichtung von 3 bis 5 Nutzern zu übertragen. Das ist, glaube ich, auch ein realistischer Moment. Hier gibt es noch eine ganze Menge mehr, was möglich ist. Wir zeigen das einfach mal jetzt hier an unserem Beispiel. Das ist jetzt die Desk-Installation. Wir haben jetzt für uns noch für zentralen noch Daten zur Verfügung gestellt. Das ist zum Beispiel, wenn man die Angebotssummen oder Auftragssummen, Rechnungssummen gesamt sehen will, die sich vielleicht an einem Tag oder Monat ergeben haben. Oder ich will eine Statistik sehen, dann könnte ich auch diese Informationen hier zur Verfügung stellen und abholen. Also es gibt eine ganze Menge Use Cases, die hierüber in dem Moment denn betrachtet und zur Verfügung gestellt werden können. Das hängt im Endeffekt davon ab, was Sie in Ihrem Unternehmen brauchen. Und diese Use Cases, das haben wir auch hier eben schon gesehen, die können dann in diesem Outlook-Add-in zur Verfügung gestellt werden und können über Rechte den Kollegen denn offeriert werden. Das ist erstmal eine, ja, ich würde sagen, eine kurze Beschreibung dessen, was hier insgesamt zur Verfügung steht, was man hiermit machen kann. Ja, jetzt die Frage an Sie, gibt es Fragen hierzu? Im Chat habe ich bis dato noch keine, aber was Kunden tendenziell immer interessiert, ist natürlich der Preis, wobei ich da gleich sagen möchte, wenn wir auf Preise eingehen, ist es der Stand Februar 24. Das sind Videos, welche wir dann auf YouTube online stellen. Das bedeutet, wenn Sie die im Jahr 25 oder 26 anschauen, bitte nicht davon ausgehen, dass die Preise noch gleich sein werden. Es kann sein, es muss aber nicht sein. Deswegen immer bitte daran denken, wenn wir Ihnen Preise nennen, ist es der aktuelle Stand. Und ja, da wollten wir nochmal drauf hinweisen. Volker, hast du da irgendwie konkrete Zahlen? Ja, also momentan haben wir für diese Outlook-Integration im Kontext mit MyDataStream, dafür gibt es eine Basisversion, also die wir eben, da müssten Sie nochmal individuell anfragen, die zwischen 10 und 15 Euro pro User in dem Moment liegt. Das kann sich aber nach oben auch nochmal, also sprich, wenn mehr User in dem Moment auf das System oder mit so einem System integriert werden sollen, kann sich der Preis auch nochmal korrigieren, ein bisschen nach unten korrigieren. Da müsste man einfach nochmal gemeinsam drüber gucken und dabei stellen wir diese Use Cases automatisiert bereits zur Verfügung. Also alles, was mit der Beauskunftung von Belegen anbelangt, alles, was mit der Beauskunftung von Ansprechpartnern, die Anlage von Adressen, wenn gewollt, alles das stellen wir damit bereits automatisiert zur Verfügung. Und wir stellen auch die Möglichkeit zur Verfügung, dass man MyDataStream von extern aufruft und dass man gegebenenfalls auch über ein Windows-PC direkt mit einer Eingangsmaske, ich kann das auch mal zeigen, das ist jetzt klein, dass man melde mich mal an einem anderen Client an. Sie bekommen eine Domain. Das ist diese Domain hier oben, wo Sie hier MyDataStream haben. Da melden Sie sich an und dort bekommen Sie alle Use Cases, die Ihnen dann im Unternehmen zur Verfügung stehen, denn jetzt hier angezeigt und könnten diese verwenden. Das ist jetzt, das sind sehr viele Use Cases, also die wir bereits erstellt haben. Das fängt an mit Zeiterfassungsmodulen. Das geht über eine Belegerfassung, die im Web mittlerweile für die Sage zur Verfügung steht, also wo zum Beispiel auch Angebote oder Aufträge von extern erfasst werden können.
bis hin zu Vertreterportalen oder Projektübersichten, Management, das ist mal ein bisschen übersichtlich. Wir haben jetzt mal eine grafische Übersicht eingebaut. Das ist mal eine Grundidee, dass man sehen kann, wie könnte das Ganze denn aussehen, wenn ich jetzt auch mit Jahreszahlen arbeiten will, mit der Übersicht und verschaffen will, etc. Also es gibt sehr viele Anwendungscases, die ich hier verwenden könnte, die ich hier auch erweitern kann. Ich habe das eben schon beschrieben gehabt. Wir haben also eine Mindestanzahl an Usern, das sind 5, und wir haben einen Preis zwischen 10 und 15 Euro für die Basis. Da kann man dann aber weitergehen und kann also beliebige weitergehende Dinge denn auch definieren. Aber das sollte man dann einfach mal besprechen, welche Anwendungsfälle bei Ihnen gegeben sind und welche, was Sie dann auch ganz einfach dort abbilden wollen. So, Fragen kamen bisher keine mehr rein. Ich gehe davon aus, du bist soweit fertig, ne? Ja, also wenn keine Fragen mehr sein sollten, also wir stehen gerne im Nachgang auch dazu zur Verfügung, das nochmal im Detail zu besprechen und zu erklären, also was man alles wie machen kann. Und wenn Sie dort Anwendungsfälle haben, dass Sie auch Daten webbasiert aus der Sage anzeigen lassen müssen wollen, oder auch Erfassungen ermöglichen wollen, webseitig, dann sprechen Sie uns bitte an. Das ist inzwischen über diesen Sage Web Client möglich, den Sie eben gesehen haben und den wir auch stetig ausbauen und wo wir auch weitergehende Anwendungsfälle Ihnen in der Zukunft zur Verfügung stellen. Das Outlook Add-in ist eine Option für die Zukunft, mit den Daten der Sage zu arbeiten. Okay, dann von meiner Seite würde ich noch sagen, falls Sie noch irgendwelche Kollegen haben, die sich vielleicht auch gerne das Video im Nachgang noch anschauen wollen würden, morgen ab 14 Uhr auf YouTube ist es wie immer online. Wie Volker schon erwähnt hat, wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder gern mal ein Angebot bezüglich des Outlook-Clients haben wollen würden, einfach mal durchschreiben, egal ob an die Kollegen der iSales oder an uns von der Desk. Sie können auch gerne einfach auf die Webseiten, dort gibt es auch unverbindliche Terminvereinbarungs-Buttons. Da können Sie dann einfach mal auf den jeweiligen Booking-Seiten gucken, wann Sie gerne Zeit hätten und ob ein Termin available ist. Und dann buchen Sie sich einfach ein und haben einfach mal ein unverbindliches Gespräch mit dem Sascha oder mit dem Stefan. Und ja, ansonsten, Sie können gerne auf dem YouTube-Kanal auch mal vorbeischauen. Also jetzt auch unabhängig vom Wissenskompass. Wir haben über 500 Videos, die eher darauf abzielen, Lerninhalte zu bieten oder Ihnen gewisse Hilfestellungen innerhalb des Sage 100 oder HR zu bieten. Des Weiteren, Sie können gerne bei uns auf den Social Media Kanälen mal vorbeischauen. Dort finden Sie auch immer die aktuellen News. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ja, Volker, noch ein letztes Schlusswort von dir. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wie eben schon beschrieben, stehen wir gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen lieben Dank Ihnen.